Guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer ersten Online-Veranstaltung Peace Through Education. Ich heiße Suzuko Hirschmann und ich bin Obfrau der Frauenföderation Steiermark und eine gebürtige Japanerin. Und ich werde heute als MC Sie bedienen. Und ich bitte Sie, sich stumm zu schalten, damit das Programm reibungslos läuft. Und ich möchte mich zuerst bei allen Beteiligten für das Projekt Peace Through Education bedanken. Ohne eure Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen, dieses Projekt überhaupt zustande zu bringen. Als ich bei einem Treffen von Frauenföderation in Wien war, traf ich mit Frau Sarah Grasbock und wir redeten mit Begeisterung über die Wichtigkeit der Charakterbildung. Durch diese Gespräche ist die Idee des Projekts entstanden. Auch möchte ich mich bei der Präsidentin der Frauenföderation Österreich, Frau Renate Amesbauer, bedanken, dass sie dieses Projekt herzlich unterstützt. Und wir alle wissen, dass die Erziehung sehr, sehr wichtig ist, um glücklich leben zu können. Erziehung beginnt eigentlich in erster Linie schon in der Familie, wo die Kinder Elternliebe, Geschwisterliebe und Kinderliebe erfahren und erlernen können. Dadurch ein guter Charakter eines Kindes gebildet werden kann. Im Kindergarten, in der Schule erlernen die Kinder auf weitere Ebene Schritt für Schritt, wie sie mit den anderen Menschen gut umgehen, wie sie in der Gesellschaft ihren Beitrag leisten können, um gemeinsam eine harmonische und gesunde Gesellschaft aufzubauen. Aber wir wissen, auch die Erziehung für Charakterbildung in der Realität aus den verschiedenen Gründen keine leichte Aufgabe ist und oft vernachlässigt wird. In der Schule ist natürlich wichtig, fachliche Wissen, fachliche Fertigkeit den Kindern weiterzugeben. Aber ich denke, dass Charakterbildung noch mehr betont werden kann. Wenn jemand hochintelligent ist, aber keinen guten Charakter hat, könnte er in der Gesellschaft Probleme bringen und er kann selber nicht glücklich leben. Dieses Projekt ist ein kleiner Grundstein und wir möchten heute deshalb miteinander und untereinander lernen, damit wir gemeinsam eine gesunde Familie, eine gesunde Gesellschaft und dem Weltfrieden etwas beitragen können. Ich habe die Landesrätin Rätin Steiermark, Frau Barbara Eibinger-Miedl, auch zu dieser Veranstaltung eingeladen und sie ist leider momentan in Auslanddienst, aber sie bedankt sich sehr herzlich für die Einladung und wünscht uns viel Erfolg und ein herzliches Dankeschön für unser Engagement. Und mit dieser Hintergrunderklärung möchten wir nun das Programm beginnen. Und wir haben zwei Damen, eine junge Dame und eine erfahrungsreiche Dame, eingeladen, ihre Erfahrung und Meinung zu diesem Thema. Wie kann man Kindern helfen, Gefühl des Selbstwertes zu stärken, zu reden? Sie werden wahrscheinlich mehrere Aspekte zusätzlich sagen und wir haben deshalb 5 Themen gewählt. Aber eigentlich diese 5 Themen sind eigentlich zusammengebunden oder untrennbar sind.
Und so, wir haben nachher dann Zeit für Fragen und Kommentare vom Publikum bis 2 Uhr, 20 Uhr 30, solange es Zeit noch gibt. Und möchte ich deshalb jetzt die erste Sprecherin, Frau Tanja Hirschmann, vorstellen. Sie ist 25 Jahre alt und lebt in der Südoststeiermark, wo sie auch seit 2 Jahren in der Volksschule als Lehrerin tätig ist. Neben ihrer Tätigkeit als Lehrerin absolviert sie berufsbegleitend ihr Masterstudium, obwohl sie bis zur Matura kein Interesse daran hatte, Lehrerin zu werden, begann sie allmählich die Wichtigkeit der Erziehung zu sehen und mit dem Berufseinstieg von vor 2 Jahren wurde dieses Interesse schließlich auch zu einer Leidenschaft. Sie ist bereit, noch viel zu erfahren und viel zu lernen. So, Frau Tanja Hirschmann, könntest du dann jetzt deine Geschichte erzählen? Bitte schön. Ja, danke schön und einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Und bevor ich richtig losstarte, möchte ich mich zuerst auch ganz herzlich bedanken bei der Frau Sarah Grasböck und auch bei meiner Mutter, der Frau Suzuka Hirschmann, für die Einladung. Und ich muss sagen, ich persönlich finde das Projekt Peace Through Education wirklich eine ganz, ganz spannende Sache eigentlich, weil ich finde, Erzieher zu sein, egal in welchem Kontext, ist, finde ich, eine der bereicherndsten und schönsten, aber zugleich auch eine der herausforderndsten Aufgaben im Leben. Und ich finde deshalb jede Gelegenheit, in der man sich austauschen und voneinander lernen kann, wirklich echt wertvoll. Und ja, deswegen freue ich mich, dass ich beim heutigen Erfahrungsaustausch jetzt eben dabei sein kann. Ich möchte zwei Erfahrungen zum Thema Stärkung des Selbstwertes jetzt mit Ihnen oder mit euch teilen. Die erste Erfahrung ist eigentlich eher mehr eine allgemeine und kleinere und die zweite Erfahrung ist vielleicht ein bisschen eine ausführlichere Erfahrung. Wie wir alle wissen, gibt es im Schultag ja täglich Situationen, in denen Lehrpersonen eine Frage stellen an die Kinder oder an die Schülerinnen und Schüler. Und die Kinder diese beantworten sollen. Und es gehört ja auch bekanntlich zum Schulalltag dazu, dass die Kinder dann bei einer Frage nicht immer weiter wissen, manchmal auf der Leitung stehen, beziehungsweise eine Frage dann auch einmal falsch beantworten. Und in unserer Klasse, also ich bin jetzt in einer dritten Klasse, hat sich mit der Zeit so eine Kultur eingependelt, dass ich in so einer Situation dann frage, zum Beispiel: Okay, guter Versuch, Marie, aber leider ist die Antwort falsch. Möchtest du noch einmal überlegen oder brauchst du Hilfe? Wenn dann vom Kind die Antwort Hilfe ist, frage ich weiter: Gut, liebe Klasse, wer kann der Marie weiterhelfen? Und idealerweise zeigen in dem Moment dann mehrere Kinder auf und das betreffende Kind, also in dem Beispiel zum Beispiel die Marie, kann sich dann einen sogenannten Joker aussuchen. Und das war jetzt nur ein kleines Beispiel für eine allgemeine Sache, wie gesagt, die sich eingependelt hat bei uns. Aber ich bevorzuge diesen Weg, anstatt bei einer falschen Antwort zum Beispiel einfach ein anderes Kind dranzunehmen, weil meine Absicht dahinter ist, dass die Kinder lernen, okay, ich brauche keine Angst zu haben, eine falsche Antwort zu geben. Und wenn ich einmal nicht weiter weiß und Hilfe brauche, kann ich danach fragen und kann mir auch diese Hilfe holen. Und das ist mir eben so zum einen zum Thema Stärkung des Selbstwertes eingefallen. Und die zweite Erfahrung, die ich gern mit euch teilen möchte, hat zugleich auch mit dem Thema Konfliktlösung zu tun und ist folgende. Es ist in diesem Schuljahr passiert, es war vor ungefähr, ja, also es war ungefähr im Februar herum zu dieser Zeit. Und Sie müssen wissen, so wie in fast jeder Klasse gibt es auch in meiner Klasse Kinder, denen es, sage ich einmal, sehr schwer fällt, mit Ärger umzugehen.
Und eines besagten Morgens wurde eben ein Kind, also aus Respekt möchte ich jetzt nicht den echten Namen des Kindes nennen, sondern ich nenne dieses Kind jetzt Fredi. Und dieser Fredi ist eben eines Morgens vor Beginn der ersten Stunde so zornig auf den Rest der Klasse geworden, dass der Fredi begonnen hat, Sessel umzuschmeißen und Tische ruckartig zu verschieben. Und es war einfach nur mehr laut und ein einzig großer Wirbel in der Klasse. Kinder haben geweint und. Katastrophe. Der Fredi musste dann natürlich bei der Frau Direktor sitzen. Und als die erste Stunde dann schließlich begonnen hat und ich mit dem Fredi dann auf dem Weg zurück zur Klasse war, war ich zuerst ganz verdutzt, weil ich habe vom Gang aus in die Klasse hineingesehen und ich habe nur leere Tische gesehen, kein einziges Kind. Und ich habe mir gedacht, okay, was ist jetzt los? Wo ist der ganze Rest der Klasse? Und als ich und der Fredi dann schließlich in die Klasse gegangen sind, habe ich einen Blick nach links gemacht und habe gesehen, wo der Rest der Klasse ist. Nämlich, wir haben das noch nie gemacht bis dato, aber der Rest der Klasse war ganz ruhig und im schönsten Sitzkreis, den ich bis dato gesehen habe, versammelt und hat eine Klassenratssitzung einberufen, um eben gemeinsam über die Vorfälle des heutigen Morgens, so haben sie das genannt, damals zu sprechen. Und wie Sie sich vorstellen können, ich war in dem Moment dezent verdutzt, noch mehr, als ich dann den Sprechstein gesehen habe, den die Kinder von sich aus eingeführt haben und mit höchster Disziplin wirklich angewandt haben. Und als der Rest der Klasse dann eben gesehen hat, dass der Fredi und ich zurückgekommen sind, haben sie ihn ganz ruhig, aber sehr ernst dann aufgefordert, du Fredi, komm her, setz dich zu uns. Und der Fredi hat sich zu meiner Überraschung ohne einen Mucks dann dazugesetzt. Und ich habe beschlossen in dem Moment, ich will das einmal von der Ferne aus beobachten und ich habe mich deswegen dann an meinen Lehrertisch gesetzt. Ein anderes Kind hat dann sofort das Wort ergriffen und gesagt, also Fredi, wir haben einen Klassenrat einberufen, weil so kann es nicht weitergehen. Du kannst nicht einfach andere Kinder anschreien und nebenbei die Klasse auf den Kopf stellen, wenn du dich ärgerst. Und wir sprechen allgemein gerade darüber, was uns alle stört. Das ist unser Sprechstein und nur der, der den Sprechstein hat, darf sprechen. Und die Kinder haben dann nacheinander eben vor dem Fredi noch einmal ausgedrückt, was ihnen alles so an ihm stört. Fredi, du bist so laut. Fredi, du zerstörst mein Bauwerk. Fredi, du versteckst immer meine Federschachtel. Lauter so Dinge. Und in dem Moment ist mir schon ein bisschen warm aufgestiegen, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist schon recht brenzlig, das Ganze gerade, weil vor einer Viertelstunde ist der Fredi noch wild herumgelaufen in der Klasse vor lauter Zorn und wird das Fass jetzt gleich einmal überlaufen wieder, wird er jetzt noch einmal explodieren und um deswegen einen besseren Blick auf den Fredi zu bekommen und gegebenenfalls halt eingreifen zu können, habe ich mich dann von meinem Lehrertisch erhoben und dann hinter den Sitzkreis platziert und habe dann einen Fredi gesehen, der nicht vor Frust in die Höhe gegangen ist, sondern ganz im Gegenteil, immer kleiner wird und er ist immer weiter zurückgerutscht, bis er dann irgendwann nicht mehr im Sitzkreis war, sondern eigentlich schon unter dem Tisch. Und ich habe immer wieder in dieser Situation mit ein paar anderen Kindern Blickkontakt gehabt, ne, und halt Blicke ausgetauscht und speziell ein Kind aus diesem Sitzkreis war dann so wild, dass es verstanden hat, dass es gerade jetzt in dem Moment für den Fredi zu viel wird und ich als Lehrerin kurz davor bin, was zu sagen und einzuschreiten. Und eben dieses Kind, was das gecheckt hat, hat dann deshalb gesagt, du Fredi, möchtest du jetzt eigentlich einmal etwas dazu sagen? Und der Fredi, dem war das, wie man sich erwarten kann, gerade alles zu viel und er hat den Kopf geschüttelt und das Kind hat dann weitergesprochen, Fredi, du, wir möchten dich nicht runtermachen, weil wir dich nicht mögen, sondern wir wollen dir eigentlich nur helfen. Wie können wir dir helfen? Und die Frage war an den Fredi gerichtet, aber er hat dann noch immer nichts gesagt und auf einmal hat das Kind dann gesagt,
diesmal zur Rest der Klasse. Wisst ihr, der Fredi macht viel, was uns stört, aber wir haben sicher auch ganz viel gemacht, was der Fredi nicht mag. Und was ist, wenn wir uns jetzt alle beim Fredi entschuldigen für all das, was wir jemals falsch gemacht haben? Die Klasse war mit dem Vorschlag sehr einverstanden und eine nach dem anderen hat dann dem Fredi wirklich die Hand gegeben und sich entschuldigt. Und währenddessen war ich im Hintergrund einfach nur baff und nur fertig und habe mit Spannung halt darauf gewartet, wie geht es jetzt weiter, ne? Und es ist tatsächlich weitergegangen, und zwar wie folgt. Wieder ein anderes Kind hat dann das Wort ergriffen und gesagt, du Fredi, und außerdem, wenn du nicht da wärst, wären wir nicht die 3A-Klasse, die wir sind. Und es wäre wie ein Stern, hat er gesagt, dem eine Zacke fehlt. Und wieder ein anderes Kind hat dann drauf gesagt, ja voll, und du gehörst zu uns dazu und du musst einfach nur lernen, anders deinen Zorn auszulassen. Und dann hat wieder ein anderes Kind gesagt, ja genau, was ist, wenn du einfach fest in den Boden stampfst, wenn du gerade zornig bist? Ja, oder einfach dreimal tief ein- und ausatmest. Und in dem Moment habe ich mir eigentlich gedacht, ja passt, ich kann meine Sachen packen und nach Hause gehen. Und immer wieder, ich war wirklich erstaunt eigentlich, haben sie den Fredi eben gefragt, ob er das sagen möchte. Nein, er möchte nicht. Aber zu diesem Zeitpunkt ist er dann schon zumindest aufrechter gesessen und aus seinem Tisch dann hervorgekrochen. Ne? Und als dann irgendwann einmal jeder was gesagt hat und ein Moment der Stille war, haben die Kinder schließlich auch mich gefragt, Frau Lehrerin, möchtest du eigentlich was sagen? Und ich habe dann den Sprechstein genommen und gesagt, also Kinder, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn wir Erwachsenen so miteinander reden würden wie ihr jetzt, dann wäre die Welt schon eine ganz andere und es würde viel weniger Krieg geben, viel weniger Leid. Und ihr habt es mir zwischendurch ganz sprachlos gemacht und vor allem in dem Moment, als der Fredi zusammengegangen ist, habt ihr genau gecheckt, was er braucht, nämlich er braucht was anderes als nur Schimpfereien, sondern er braucht ein Mitgefühl. Und ihr habt begonnen, euch sogar bei ihm zu entschuldigen und ihm so auszudrücken, hey, du gehörst zur Gruppe dazu, wir brauchen die und wir wollen dir eigentlich nur helfen. Und und als ich das dann gesagt habe, habe ich dann den Fredi noch einmal angeschaut und ihn gefragt, du, und möchtest vielleicht nicht doch irgendwas sagen? Und er hat aber nur immer den Kopf geschüttelt. Und es war dann recht nett von einem anderen Kind, weil dieses Kind hat dann gesagt, okay, ich glaube, jetzt lassen wir es so langsam sacken, weil die Frau Lehrerin will, dass wir irgendwas arbeiten, auch noch heute in der Schule. Ne? Und mit diesem Satz war dann quasi der Klassenrat beendet und es wollten dann in dem Moment schon alle aufstehen. Und in dem Moment hat dann der Fredi aber tatsächlich den Sprechstein genommen und ich war zum Glück gerade neben ihm, habe das gesehen und er hat halt nur ganz leise gemurmelt, ich möchte etwas sagen und dann habe ich gesagt, Kinder, nochmal alle schnell hinsetzen, der Fredi möchte etwas sagen und die Kinder haben sich blitzschnell wieder hingesetzt und alle waren ganz gespannt, was der Fredi jetzt sagen will und er hat halt einen Moment innegehalten und dann auf einmal hat er das wunderschönste Strahlen auf seinem Gesicht gehabt und er hat gesagt, gestern hat mein Ziehen ein Ziehenbaby gekriegt. Also er hat dann einfach etwas geteilt mit uns, was komplett aus dem Kontext war, aber das war einfach etwas für ihn, was er mit uns teilen wollte und das war einer der schönsten Momente im ganzen Schuljahr. Wenn nicht vielleicht wirklich der schönste Moment eigentlich für mich, weil in dem Moment war wirklich, die Spannung war weg und die Kinder haben geklatscht und applaudiert und haben sich mit dem Fredi gefreut, ne? Und ja, es war zwar komplett was anderes. Ich habe mir erwartet, dass er jetzt was Ernstes sagt, ne, zu der ganzen Geschichte.
Aber nein, er erzählt halt vom Ziegenbaby, was letzte Nacht auf die Welt gekommen ist. Und das war wirklich ein sehr, sehr berührender Abschluss eigentlich. Dieser Tag war der Anfang von unserem wöchentlichen Klassenrat. Wir bemühen uns, dass wir nicht nur über Probleme sprechen, sondern auch über Dinge sprechen, die uns gut gefallen haben oder wenn ein Kind sich bei einem anderen Kind bedanken möchte, dass das auch Platz hat. Aber in der Regel, also es ist vielleicht in diesen letzten 7 Wochen, ist es vielleicht bei 2 Klassenräten dazu gekommen, dass man über schöne Dinge spricht. Und weil das in der Regel doch mehr mit Problemen zu tun hat, dieser Klassenrat, versuchen wir jede Sitzung sozusagen mit einem kleinen Spiel zu beenden, dass das nicht nur mit etwas Negativem verbunden ist für die Kinder. Und ich muss sagen, es gibt natürlich Wochen, in denen der Klassenrat super konstruktiv verläuft und ich mir wirklich denke, ein Wahnsinn, zu was die Kinder eigentlich alles fähig sind. Und dann gibt es wieder Wochen, wo ich mir denke, das war jetzt ziemlich deftig, das Ganze, und es war viel zu verarbeiten oder es waren einfach viele Konflikte, die an die Oberfläche gekommen sind und einfach, es gibt einfach Tage, die anstrengender sind. Und es ist also definitiv noch ein Work in Progress, aber was mir dieser Klassenrat immer wieder zeigt, ist, dass die Kinder dadurch wirklich lernen können, das auszudrücken, was ihnen stört, und gleichzeitig auch lernen, das zu formulieren, was sie sich wünschen von einem bestimmten Kind. Zum Beispiel, mich nervt es, wenn du ohne zu fragen in meiner Federschachtel herumwühlst. Und dann bleibt es oft so im Raum stehen und dann frage ich halt nach, ja, und was wünschst du dir jetzt also von dem Kind? Und dann versucht das Kind zu formulieren, ja, bitte hör auf damit, ohne zu fragen, in meiner Federschachtel herumzuwühlen. Also die Kinder, weil oft beschweren sich die Kinder und dann bleibt es aber bei der Beschwerde oder beim Petzen. Und ich finde es einfach schön zu sehen, dass die Kinder dadurch wirklich langsam lernen zu formulieren, okay, was will ich jetzt konkret? Was wünsche ich mir von meinem Gegenüber? Und ich glaube, dass es vor allem bei Konflikten ganz wichtig ist, dass die Kinder spüren und lernen, okay, es wird gerade mit mir geschimpft oder ich höre gerade Beschweren über mich, aber ich weiß, dass die Lehrerin oder mein Mitschüler mir eigentlich im Grunde nur helfen will. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass ihnen klar vermittelt wird, stopp, das geht zu weit. Das ist die Grenze und ihnen eben gleichzeitig gezeigt wird, hey, du gehörst aber trotzdem dazu, du bist trotzdem ein wichtiger Teil der Gruppe. Und ja, wie ganz am Anfang erwähnt worden ist, also arbeite ich jetzt erst das 2. Jahr als Volksschullehrerin und ich stehe mit meinem Erfahrungsschatz im Vergleich zu meinen Kolleginnen noch ganz am Anfang und ich muss sagen, ich lerne jeden Tag mit und von den Kindern und von meinen Kolleginnen auch. Und ja, ich möchte mich jetzt einfach fürs Zuhören auch bedanken und ich freue mich schon von Ihnen allen oder von dem einen oder anderen auch zu hören und ja auch etwas Neues zu lernen heute. Dankeschön. So, ich danke dir, Tanja, dass du wertvolle Erfahrungen mit den Kindern uns erzählt hast. Und wenn man als Lehrer direkt mit den Kindern in der Schule begegnet und unterrichtet, erfährt man viele Sachen, die man eigentlich an der Universität nicht erfahren oder nicht lernen kann. Und obwohl manchmal sehr intensiv mit den Kindern konfrontieren muss, aber auch gleichzeitig erfährt man auch viele schöne und berührende Sachen von den Kindern und mit den Kindern. So, danke vielmals. Und Frage und Kommentar kommt dann zum Schluss, also nachdem Frau Hause da gesprochen haben. Und deshalb entweder also diese Chat hineinschreiben oder nachher dann also Handzeichen klicken.
So, dann nächste, zweite Sprecherin ist Frau Ingrid Hauseder. Und sie stammt ursprünglich aus dem Südbürgenland und machte ihre Ausbildung zur Volksschullehrerin in Graz. Unterrichtete anschließend an verschiedenen Schulen auch im Ausland und letzt 10 Jahre an der Volksschule Wien. Seit 2018 ist sie in Pension und lebt mit ihrer Familie in Gmunden, Oberösterreich. So, bitte jetzt deine Stunde. Dankeschön. Ja, danke schön und guten Abend auch an alle hier Anwesenden. Ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen kann und danke auch an Susuko Hirschmann für die Einladung zu diesem Erfahrungsaustausch über ein so großes Thema Erziehung. Peace through Education oder Education in Peace gefällt mir auch ganz gut, weil das trifft nämlich genau den Punkt, nämlich dass innerer Frieden sehr wichtig ist, mit sich selbst in Frieden zu sein, auch wenn schon Feuer am Dach ist, tief durchatmen. Ja, ich werde jetzt meine Schatzkiste öffnen und ein bisschen lüften. Ich habe ja gar nicht so oft die Gelegenheit dazu und umso mehr freue ich mich darüber. In meiner Lehrerlaufbahn im In- und Ausland mit einigen Unterbrechungen habe ich schon bald gemerkt, wenn ich mich in einer Klasse wohlfühlen will, dann muss ich jedes Kind dort abholen, wo es sich gerade befindet in seiner Entwicklung. Das heißt, ich muss mir den Familienhintergrund anschauen, den Kindergartenbericht lesen und mir überlegen, was es jetzt braucht und die Schritte für die Umsetzung planen. Und das Ganze mal 18 oder mehr. In erster Linie wollte ich immer das Vertrauen der Kinder und Eltern gewinnen, einen respektvollen Umgang pflegen und selber dankbar sein für alle Lernchancen. Und die hatte ich auch dann zuhauf, im Besonderen in den letzten 10 Jahren in Wien, wo ich Kinder fast ausschließlich aus Migrantenfamilien hatte, mit mehr oder eher weniger Deutschkenntnissen. Das war sehr spannend. Umso inniger entwickelten sich die Beziehungen. Die Eltern spürten mein Bemühen um das Wohl ihrer Kinder und waren dann auch bereit, in die Elternschule zu kommen, die ich für sie initiiert habe. Diese hat dann so funktioniert, dass die Eltern in unsere Schulklasse eingeladen wurden, meistens vor Weihnachten und einmal auch im zweiten Semester, um 2 bis 3 Stunden unseren Unterricht zu erleben und besonders um ihre Kinder in der Klassengemeinschaft zu erleben und auch selber mitzuwirken. Abwechselnd in 2 Gruppen. Die eine Gruppe war spielerisch lernen und die zweite basteln. Also ich hatte damals in Wien eine Vorschulklasse, klassenführend und dann noch begleitend in allen 4 Schulstufen. Ja, ich habe auch immer spontane Impulse der Kinder aufgegriffen und zugelassen. Und das war für die Eltern auch überraschend. Meine Absicht war einfach, den Eltern zu zeigen, wie wir in der Klasse arbeiten und wie das geht, spielerisch lernen. Ich gab auch Erziehungshilfe, Ratschläge für zu Hause, wie zum Beispiel, die Eltern sollten sich Zeit nehmen für ihre Kinder, sich mit ihnen beschäftigen, Geduld haben, sich freuen über deren Fortschritte und vieles mehr, auch in persönlichen Gesprächen,
die immer möglich waren, eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn. Wir hatten immer Projekte am Laufen. Die Kinder waren gefordert, ihren Platz einzunehmen, auszufüllen, Verantwortung zu übernehmen, pünktlich zu sein, einander zu helfen, zusammenzuarbeiten. Wenn du fehlst, gelingt das Ganze einfach nicht. Das haben sie auch immer ernst genommen. Das waren so Projekte wie Jugendsingen, Tanztheater, Sprechtheater mit eigens für die Kinder geschriebenen Szenentexten, angepasst an das Sprachpotenzial der Kinder, mit Auftritten im Turnsaal und auch öffentlich. Wir haben Friedensfahnen gemalt mit Aushang vor der Schule. Ein großes Tanzprojekt ist mir auch noch gut in Erinnerung, zum Thema Wasser mit Schülern aus allen Klassen unter der Leitung einer professionellen Tanzpädagogin. Ich habe das immer sehr gerne organisiert, weil ich merkte, dass das so wichtig ist für die Kinder, in so Projekte eingebunden zu sein, wo es sehr viel Vorbereitung gibt, viel Arbeit und gegenseitige Unterstützung notwendig war. Und natürlich kam dann auch die große Anerkennung, der Applaus und das Lob und die Eltern waren stolz. Ja, ein anderes Projekt, das war auch sehr toll, das heißt 4D Frame. Das wurde auch ein Gesamtschulprojekt unter Mitwirken des koreanischen Firmendirektors und Entwicklers plus einem koreanischen Mathematikprofessor aus den USA, die sehr begeistert dieses Projekt führten und auch in der Welt herumreisten und es persönlich vorstellten und auch mit den Kindern direkt einen ganzen Vormittag arbeiteten. Das war auch sehr aufregend und die ganze Schule war da integriert und die Direktorin auch. 4D-Frame, das steht für kreatives Modellieren, für experimentelle Mathematik zum Angreifen. Das sind so kleine, bunte Stäbchen verschiedener Länge, aus denen man ganz große Kunstwerke bauen kann. Kann man auch im Internet finden unter 4D-Frame. Ja, auch ein Bühnenstück ist mir in guter Erinnerung geblieben mit eigener Tanzchoreografie nach dem Buch eines afrikanischen Autors, der bei der Aufführung in der Schule persönlich anwesend war. Und natürlich immer die Presse dabei, die Bezirkszeitung hat fleißig darüber berichtet, die Eltern waren glücklich und stolz. Also das hat mir immer großen Spaß gemacht, solche Veranstaltungen zu organisieren. Und ja, und wie hat sich das alles dann auf die Kinder ausgewirkt? Sehr charakterbildend und sehr selbstwertgefühlstärkend. Anfangs waren sie zwar etwas überfordert, von der kleinen, engen Welt zu Hause auf die große Bühne geholt, aber schon bald fühlten sie sich gebraucht und wichtig in der Klassengemeinschaft. Wenn du fehlst, gelingt das Ganze nicht. Ganz einfach. Wenn sie in Aufgaben eingebunden sind, hilft jeder dem anderen. Und ja, ich meine, es kommt dann natürlich auch zu nervigen Situationen, fällt mir ein in der Garderobe zum Beispiel, wenn dann ein Schuh plötzlich fehlt oder die Jacke hängt irgendwo anders und dann, das passiert ja nicht zufällig natürlich, dann suchen wir natürlich gemeinsam und dann gibt es ein Erfolgserlebnis und eine Entschuldigung. Ist auch eine wichtige Erfahrung. Also, wenn ich mich für die Kinder bei ihren Eltern einsetze und dafür sorge, dass zu Hause positiv gesprochen wird, über die Schule, über die Lehrer, über andere Kinder, und
mich auch beruhigend auf die oft hitzigen Gemüter von Eltern einwirke, das Kind verteidige, eine freundschaftliche Beziehung zu den Eltern aufbaue und pflege, dann gewinnt das Kind Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl wird gestärkt. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass wir ein tolles, gut eingespieltes Lehrerteam waren, eben da in Wien, in dieser Schule. Das kommt natürlich auch den Kindern sehr zugute. Ja, da wäre ich jetzt schon fast am Ende meiner Ausführungen. Ich habe die eher knapp gehalten, denn das Thema verleitet ja wirklich zum weit Ausholen. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir eine Liste aufstellen mit bewährten und hilfreichen Büchern, weil nützliche Lektüre ist immer sehr willkommen bei allen, glaube ich. Das können wir dann anschließend oder im Laufe der nächsten Zeit machen. Ich habe natürlich auch viele Erfahrungen mit meinen eigenen Kindern gesammelt und auch seit 8 Jahren mit Enkelkindern. Aber das würde jetzt wirklich endgültig den Zeitrahmen sprengen. Deshalb setze ich hier einfach den Punkt und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.